Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel, Strategiespiel und Zwergenfreunde zu Spellforce 1 Ord of Dawn. Ja, wir sind, nachdem wir die erste Map, nämlich Graufurt, abgeschlossen haben, mehr oder weniger, in Lianon angekommen und müssen uns jetzt unseren Weg weiter vorkämpfen. Erstmal, ihr werdet es vielleicht merken, für den Fall, dass ihr gerade die letzte Folge und diese zusammen nacheinander seht, die Map ist ziemlich abgedunkelt wieder. Das ist so eine kleine Eigenart von Spellforce 1. Es dauert eine ganze Weile, bis sich die Map aktualisiert, also was den Kriegsnebel angeht. Beziehungsweise halt, was das wieder zudecken der Map halt angeht. Entsprechend kann es auch ein bisschen dauern, bis die Map wieder aufgedeckt wird. Na? Ah, will gerade nicht. Und ja, das Zudecken der Map wird außerdem auch durchs Speichern und Laden getriggert. So gesehen gibt es in Spellforce 1 keinen richtigen Kriegsnebel. Das Gebiet wird halt einfach wieder abgedunkelt. Bereit und los! Dass wir es nicht mehr sehen können. Folgt mir! Was gleichzeitig nervig, Sofort! aber auch, ja, okay ist, keinen richtigen Kriegsnebel zu haben. So, geben wir erstmal Orta den Ring und hören uns an, was er noch zu sagen hat. Zum Thema Geister. Oh, ein Goblin-Bollenmacher schleicht hier rum. Da oben sind ja auch noch Goblins. So. Ah, ihr seid es. Berichtet mir von euren neuesten Abenteuern. Und denkt daran, einen Blick auf unser Angebot zu werfen. Es ist toll, dass er genauso aussieht wie wir. Ja, Brock meinte, ihr kennt diesen Ring. Brock meinte, ihr kennt diesen Ring? Na, wenn das nicht. Also, das soll mich doch. Utwins Siegel. Bei den Wächtern. Woher habt ihr ihn? Sprecht? Von der Mine im Osten. Dort ging der Geist eines alten Kriegers um. Er verlor den Ring, als ich ihn erschlug. Ihr Götter. Das war einer von Utwins Gefolgsleuten. Utwin war ein Gelehrter. Einst zog er mit seinen Adepten hinab in die Erde, in die tiefen Schlünde des Bargagor. Sie hofften, das Reich der Dämonen zu ergründen. Keiner von ihnen ist je zurückgekehrt. Nun haben ihre Geister wohl den Weg aus den Abgründen gefunden. Das verheißt nichts Gutes. Ich werde euch diesen Ring gegen etwas eintauschen, was euch mehr nützt. Und haltet die Augen offen. Vielleicht suchen uns noch mehr Geister heim. Ja, was hat es mit Utwin auf sich? Was hat es mit Utwin auf sich? Er war ein weiser Mann, jedoch rastlos und getrieben. Er glaubte, dass in den Reichen der Dämonen uraltes Wissen verborgen läge. Wissen über die Entstehung der Welt. Damals, das war noch zur Zeit des großen Imperiums, lebte er in Talinda, der weißen Stadt unter dem See. Er muss ungeheuer reich gewesen sein und sehr mächtig. Sein Markenzeichen war der silbergewogene Ring der Kraft, den er trug. Viele haben diesen Ring begehrt, aber am Ende hat Utwin ihn mit in sein finsteres Grab genommen. Jo. Gut, Questbuch wurde aktualisiert. Erfahrungspunkte erhalten, was nicht schlecht ist. Habe ich irgendwas noch gekriegt? Nicht hier, nicht hier. Hier scheinbar auch nicht. Nur Erfahrungspunkte. Und die Quest hat sich aktualisiert aus der Tiefe. Haltet auch schon nach weiteren Geistern. Ja, nur dass die Geister jetzt wahrscheinlich zu stark für uns sein werden. Zu Befehl. Also die hier rauskriechen. Willkommen zurück. So, geben wir dem mal die Fische. Hier, ein großer Sack Fische für euch. Beinahe fangfrisch. Hier, ein großer Sack Fische für euch. Beinahe fangfrisch. Danke.
Kann ich euch um einen weiteren Gefallen bitten? Könntet ihr den Sack zu Sunder ins Dorf bringen, mit meinen besten Grüßen? Ich kann hier leider nicht weg. Schätze, es dürfte sich für euch lohnen. Und nehmt das als Dank von mir. Hier, es müsste euch von Nutzen sein. Gut, was kriegen wir? Außer eine aktualisierte Quest. Erfahrungspunkte. Ah, wieder kein Gegenstand. Gold vielleicht? So, und ja, Sunder ist der Schmied hier. Hm? Ich bringe euch den Fisch von Tyrgar. Gut. Gut, dann gehabt euch wohl. Wartet. Hätte nicht gedacht, dass ein Runenkrieger sich dazu herablässt, einem einfachen Kerl wie mir zu helfen. Ihr scheint in Ordnung. Kommt, ich habe etwas für euch. Questbuch wurde aktualisiert. Was kriegen wir diesmal? Knochenschild. Erfahrungspunkte. Und kleine Fische. Also ja, ein Knochenschild wäre am ehesten ihm hier nützlich, aber wir bräuchten Stufe 10 dafür. So, da gehen wir mal kurz spicken. Also hier oben kommen wir nicht durch. Dafür bräuchten wir einen Schlüssel, um hier reinzukommen. So, den Goblins hier und dem Grauwolf. Und Klingzock. Und ja, da drüben haben wir Geist des Schreibers der Stufe 10. Nein, mit dem Stufe 10 Geist können wir uns definitiv nicht anlegen. Zu euren Diensten. Verstanden. Haben wir lieber die Goblins hier weg und da unten den Banditenanführer und hier oben natürlich noch den Typen, den wir eh wegfreiräumen müssen. Das Goblin-Nager, also Snarf. Müssen wir noch besiegen. Damit uns Gelen Fell durchlässt. Ja, Gob hätte hier oben noch die Stellung. Stehe bereit! Auf meine Zeichen. Vorwärts. Tja, wir haben leider immer noch keine gescheite Waffe für unseren Krieger. Vorwärts. Kämpft, Männer. Schlagt sie zurück. Schließt die Reihen. Zur Ehre Aonies. So, wir kriegen zum Glück Unterstützung von den Schwertkämpfern. Zur Ehre Aonies. Sofort! Mir nach! Und los! Vorwärts! Folgt mir! So, will ich mich zuerst mit denen anlegen? Irgendwie will ich mich zuerst mit denen anlegen, bevor ich mich mit den Goblins hier oben anlege. Also ja, Snarf ist zwar auch nur Stufe 3, aber er hat mehr Unterstützung. Auf mein Kommando. Schnell. Mir nach. Folgt mir. Sofort. Die Rune ruft. Greift sie an! Oh, das sind drei. Sie sind überall! Verstärkt die Deckung! Stehe bereit! Schickt sie zum Seelenfluss! Oh, jetzt sollten wir weglaufen.
So, den sollten wir alleine schaffen. Vorsicht, Gegner! Zu Befehl. Auf dem Weg! Übungsklinge. Die wir immer noch nicht benutzen können, weil dafür bräuchten wir kleine Klingenwaffen. Auf einer Stufe höher. Die Rune befiehlt, wird sofort ausgeführt. Bereit. Folgt mir. Für den Orden! Schlagt die Rune sie befiehlt. Ja, dem sein Schlachtruf hat leider noch Cooldown. Halte durch, Männer! Unverzüglich! Für das Licht! Unverzüglich! Vorsicht, Gegner! So, dann benutzen wir mal Berserk. Da dürften wir ihn nämlich gut wegkriegen. Alte Zwergenaxt für Sunder und Fleischerbeil. Und ein Steckbrief. Und der ihn gleich wieder beschwören. Erstmal die Kiste hier plündern. Die Rune ruft. Und einen wattierten Waffenrock kriegen. So, ein Fleischerbeil ist jetzt auch nicht gerade die eleganteste Waffe. Zu Befehl. Stehe bereit. Die Rune ruft. Für die Rune. So, dann haben wir mal das Haus hier kurz und klein. Zu euren Diensten. Mit einer alten Keule und einem Fleischerbein hauen wir ein Haus kaputt. Oder eine kleine Hütte halt. Hier, sofort! Schnell! Blub, mir nach! Vorwärts! Und hier sind sogar zwei kleine Hütten. Auf mein Kommando! Ja. Vorwärts. Zur Ehre Aonirs. Stufenaufstieg. Okay. So, das heißt, Weißmagie leben. Lernen wir jetzt erstmal und dann hatten wir sogar eine neue Kampffähigkeit. Segnung. Eigene Einheit heilt sich selbst. Oh, das ist sehr praktisch. So, Attribute. Geben wir jetzt erst nochmal jeweils einen Punkt. Bereit und los! Für den Orden! Die Rune befiehlt. Wird sofort ausgeführt. Auf dem Weg! Feindlicher Angriff! So, wir ballern mal Snarf weg. Verstärkt die Deckung! Bei der das Gefährlichste hier ist. Auf mein Zeichen!
So, noch eine Keule. Snarf hatte den Dolch dabei. Schnell! Für den Orden! Ja, und bringt Snarfs Dolch zu sehen in Fell eigentlich. Oh, neue Sachen. Also ja, mal kurz hier gucken.